Es ist doch immer wieder interessant, wie viele neue Lichter man in Magdeburg entdeckt zur Weihnachtszeit. Auf dem Bahnhofsvorplatz wird den Passagieren, die aus den Zügen ausgestiegen sind, klargemacht, mit einer Leuchtreklame, dass sie in einer Stadt gelandet sind. Diese kleine Skizze soll die Passagiere oder Fans vom Bahnhof aus bis zu ihrem Fanladen begleiten. Untergelegt sind noch einzelne Bilder, damit man den Weg ja nicht verpasst. Wenn wir schon vor dem Fanladen stehen, des ersten FCM, dann huschen wir auch ganz schnell rein und gucken wir mal, was es Interessantes Neues gibt. Das ist aber richtig.
Da können die Fans aber, ganz ehrlich gesagt, sehr zufrieden sein, was der Fanladen jetzt zu Weihnachten und Silvester des Jahres 2021 bietet. Ein kleines Stückchen weiter bis zur Fritz-Reuter-Allee, rechts rum und schon ist die weltbekannte Straßenkreuzung in MD, breiter Weg, Ernst-Reuter-Allee, zu sehen. Ja, genau hier muss es gewesen sein, als vergangenen Sommer Demonstranten schrien, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Ob diese Demonstranten jetzt schon verstanden haben, wie vielen Toten das Coronavirus das Leben gestohlen hat? Der Weihnachtsmann hat natürlich auch seine Öffnungszeiten. Wenn man früher oder später kommt, ist er nicht da. Anfänge des Winters 2021 in MD. Erst ganz wenig, dann etwas mehr, dann kam mal nachts etwas mehr. Und nach 2 Tagen sah man dann bloß noch diese Reste. Fans des ersten FCM, viel Erfolg zu Weihnachten, dass der Weihnachtsmann recht fleißig ist. Für das neue Jahr sei den Fans zu wünschen, dass das Coronavirus in keiner Weise den ersten FCM angreifen kann und der FCM davon nicht befallen wird, sowie, wie es auf einem T-Shirt steht, dass der Fußballclub 1. FCM unbesiegbar ist.